Ab heute ist Blue im Karlsruher Zoo zu Hause. Das Flusspferd aus Ton ist das künstlerische Ergebnis des Artenschutzprojektes von der Vollergruppe, dem Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe und der staatlichen Majolika-Manufaktur. Die Künstlerin Irmela Meyer hat 100 kleine Multiples von Blue angefertigt, die bereits allesamt an einem Tag auf der Art Karlsruhe verkauft wurden. 10.000 Euro für den Artenschutz. Unsere Tiere, die wir hier im Zoo haben, sind ja immer Patentiere für Projekte in der Natur. Und so haben wir ein Projekt in Kenia, das in der Masai Mara einfach Flächen auch für die Tiere zur Verfügung stellt. Wir haben inzwischen über 10.000 Hektar Fläche angepachtet, um die großen Tierwanderungen eben gewährleisten zu können. Das machen wir in Verbindung mit dem WWF zusammen und das ist ein Projekt, was ganz vielen Tierarten hilft, unter anderem auch den Flusspferden. 2018 war die Geburtsstunde des Projektes bei der Vollergruppe. Nach einem Pinguin, einem Katzenbär und einem Elefanten steht jetzt Tier Nummer 4 unmittelbar neben seinen Artgenossen. Von ihnen gibt es nur noch 100.000 in ganz Afrika. 2018 haben wir bei Vollag unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert und da überlegt man ja immer, was kann man vielleicht auch der Gesellschaft zurückgeben, wie feiert man das und da haben wir dann das Projekt 30 gute Gründe, Gutes zu tun ausprobiert und mit den Mitarbeitern besprochen und jeder hat auch Ideen eingebracht. Wir haben ganz verschiedene Projekte gemacht, aber das Größte, muss ich schon sagen, ist das Projekt mit der Majolika und dem Zoo zusammen und dort ist das Karlsruher Multiple quasi geboren worden. Die Entscheidung für Irmela Meyer und Blue war von der Jury, bestehend aus den Kooperationspartnern, wohl überlegt. Blue macht seinem Namen alle Ehre und wirkt selbst ohne Bewegung sehr authentisch. Es ist immer spannend, so eine Juryentscheidung. Jeder hat auch erstmal unterschiedliche Meinungen, weil alle drei Wettbewerbseinreichungen waren wirklich toll, sehr unterschiedlich. Ich glaube, was uns sehr begeistert hat, war diese Umsetzung von Blue mit diesem Wasserstreifen, der über die Figur geht und letztendlich so das Auftauchen des Tieres so ein bisschen symbolisiert hat. Natürlich auch der sehr schöne Kopf, aber dieses massige Tier dann einfach so in diesen zwei Teilen unter Wasser, über Wasser darzustellen. Das Projekt als Beispiel, wie Kunst, Kultur und Wirtschaft für einen guten Zweck miteinander kooperieren können. Bei der Enthüllung war auch der Karlsruher Kulturbürgermeister Albert Käuflein vor Ort. Der Karlsruher Zoo, der Zoologische Stadtgarten, ist tatsächlich mit seiner Artenschutzstiftung Vorbild für ganz viele Zoos. Diese Stiftung engagiert sich weltweit für Tiere, die bedroht sind, für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Eine ganz tolle Sache, finde ich. Das Karlsruher Multiple soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Zoodirektor Reinschmidt träumt von 10 Skulpturen und einem Artenschutzpfad. Der wäre deutschlandweit ebenfalls einzigartig.